Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Na, Boy Krabbe, auf unserem blutigen Heil. Oh Gott, um Himmels Willen, hör auf zu singen. Meine Ohren fangen an zu bluten, Leute, hört auf. Auf zum blutigen, heiligen Kampfe, bezwinge die Feinde. Ich würde da irgendwas Dummes drauf mitsingen, aber mir fällt gar nichts ein. Eins meiner Lieblingslevel, wenn man hier einfach alles machen kann. Entweder sich hier durchballern, wie es wahrscheinlich die meisten machen, oder alles schön ruhig und subtil. Ey, was ist das für ein Scheiß? Jedes Mal, wenn ich Shift und W drücke, kommt Steam. Wie diesmal nicht? Komisch. Ich warte, bis er stehen bleibt und knall ihn einfach ab. Scheint ruhig zu sein. Lassen Sie das Gejammere! Ruhm ist Geld und wir zahlen im Voraus. Volles Magazin für jeden. Aber von ehrbaren Soldaten erwartet man, dass sie die Immun an den Feind austeilen. Der Detterich, die Leute kommen da. Ah, ich glaube, ich steche den einfach mit dem Messer ab. Was ist los? Money, Nachtsichtgerät, nice. Und Bedingungen fürs gute Ende erfüllt. Keine Munition. Drei Schuss. Okay, nice. So, der Trick hierbei ist, wenn man alle guten Bedingungen in dem Level erfüllen will, nicht entdeckt zu werden und... Ich glaube, es gibt eine Bedingung, wenn man niemanden tötet und auch Bedingungen, wenn man Leute rettet, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es müsste gehen, wenn man niemanden tötet, dann wäre auch eine Bedingung erfüllt. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt so ausprobiere oder ob ich... Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was ich hier mache. Also jedenfalls gehe ich auf jeden Fall leise vor. Hör den Gegnern zu, aber ob ich es dann töte oder am Leben lasse? Ich lasse mal am Leben, mal gucken, ob ich es hinkriege. Wahrscheinlich sowas von Verrecken dabei. Ey, ich leuchte dir ins Auge, direkt mit dem Laser und du siehst es nicht. Aha. Da ist jemand. Zwei Leute sind, glaube ich, hier oben. Hinten gibt es Munition. Mache ich das jetzt, ohne Leute zu töten, oder nicht? Oh. Wenn ich die Muni hinten will, muss ich... Ach, scheiß drauf. Ich versuch's mal ohne. Das heißt, ich gehe direkt runter. Hör den Typen hier zu. Wir kämpfen wie nach. Nichts für eine Vergeudung. Behalt das für dich, es sei denn, du möchtest auf einen Feuertrupp stoßen. Du bist der Einzige, der zuhört. Du würdest mich doch nicht verfolgen, oder? Was? Du traust mir nicht? Ich weiß nicht mehr, wem oder was ich trauen kann. Wir haben hier so viele Männer verloren, ohne einen Zentimeter voranzukommen. Angriff, Gegenangriff, Angriff. Kein Ende in Sicht. Warum? Weil wir zu schwach sind. Zu viele Verräter, zu wenige, die glauben. Aber warum stürmen wir sie mit dem Kopf voran? Warum auf den Brücken? Es besteht keine Chance, die Linie der Faschisten... Das hier ist jetzt wichtig, was er sagt. Du und ich wissen, dass es unter dieser Brücke einen Weg gibt. Warum wissen unsere Kommandanten das nicht? Wir könnten Hunderte von Leben retten, wenn wir den Weg genommen hätten, um die Faschisten Schweine von hinten zu erlegen. Sieh mal, Michailitsch, wir sollten diesen Weg erkunden. Den
mich an den Schaden, den wir anrichten könnten. Ein Nachtangriff von hinter der Linie. Für diese Scheiße würden die uns ordnen. Aufklärung ohne Befehl? Dafür gibt's keine Ordnung. Nur eine Kugel im Kopf. Wenn das Kommando es so will, dann machen wir das. Bis dahin halten wir die Klappe und rauchen die Zeit. Bedingungen erfüllt. Ich glaube, das wird nichts ohne Leute zu töten. Was? Was ist los? Niemand. Vielleicht eine Ratte. Oh. Panik gekriegt eben. Ohne Leute zu killen wird das hier nichts. Es müsste auch gehen, wenn man es nicht macht. Also ich glaube, ich habe es letztes Mal auch so gemacht. Ups. Das Nachtsichtgerät hat verdammt viel Strom. Hier ist, glaube ich, nichts. Was passiert hier? Gar nichts passiert hier. Ich glaube, ich gehe die oben auch noch umlegen. Vorausgesetzt, die kommen hier jetzt nicht runter. Viel zu viel Licht. Er hat es nicht mitgekriegt. So, den Deppen gibt's auch noch da vorne. Bloß ich muss von hier vorne rein, ja, muss ich. Oh, geh ich wieder unten lang. Beziehungsweise man muss sowieso unten lang. Autsch. Hey, cool, her damit. Da gibt's auch wieder eine Bedingung, wenn man dazu hört. Auf Befehl des Gerichts der Revolution wird diese feige Ratte zum Tode verurteilt. Moment, hören Sie zu! Ich wollte Sie über die Flanke angreifen. Das ist alles. Da unten. Da ist eine Unterbrechung in den Schienen. Du lügst, du Stück Scheiße. Das ist für deinen Verrat. Finden Sie einen. Ich sage die Wahrheit, ich schwöre es. Ich habe den Weg sogar selbst markiert. Schicken Sie einen Mann hinunter, um es zu prüfen. Bitte, ich habe eine Frau und eine zu suchen. Schau dir diese Scheiße an. So eine Sauerei. Sergenko, los, prüf mal, ob da wirklich ein Durchgang ist. Bedingungen erfüllt. Wenn der Hut so hingeht. Nee, der geht nirgends mal mehr hin. Das
sollst auch einen Durchgang prüfen, sollst du nicht einfach nur dumm rumstehen. Wow, wow, Game hängt, nicht gut. Ich habe natürlich vergessen, vorher nach den Bedingungen zu gucken. Deswegen muss ich mich an das erinnern, was ich beim letzten Durchspiel gemacht habe. Ich hab bloß eine Leiche ist jetzt runtergefallen. Na toll. Unterbrechung ging da unten irgendwo lang, glaube ich. Na, jedenfalls gehe ich da lang. Es ist da oben ein Gegner, wo ich eben war. Okay, wieso ist da einer? Egal, lange ist er nicht mehr da. Geil! Geil! Hammergeil! Wie genial war das? Habt ihr es gesehen? Er hat einen Metallkopf oder sowas. Ah, macht euer Scheißlicht aus. Stehen bleiben! Das Shit ist zu genial. Er hat einfach einen Kopf aus Metall. Stirb, stirb, stirb! Das wird mir hier gerade zu dämlich, nee. Das ist mir zu dämlich. Ich kacke nicht ab, weil der Typ einen Metallkopf hat. Scheint ruhig zu sein. So, probiere ich es nochmal. Wenn es nicht klappt, dann lasse ich es einfach. Was ist los? Was passiert? Na, sieht ruhig aus. Ah, geht doch. Da oben wahrscheinlich erstmal 5 Milliarden Gegner. Nicht gut. Vor allem der Typ mit dem Nachtsichtgerät. Ruhe, da ist jemand. Bist du? War so klar. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Jetzt kann ich den Indestructor-Typ da oben erst wieder umlegen. Ja stimmt, Kapitel 4 Krieg kann man beenden, wenn man niemanden tötet, aber dann kann man auch eine andere Bedingung nicht erfüllen. Das ist von daher eigentlich ziemlich bescheuert. Ich hätte nicht rennen dürfen, ich voll Noob. Hey, Genossen, habt ihr gehört, was gestern passiert ist? Das ist es, ich war da und mir wurde fast der Kopf weggepustet. Ich. Nee, oder? Ist mir echt zu dämlich. Sorry, Leute, das. Sowas pisst mich echt an. Sowas pisst mich einfach an. Wieso sind da auf einmal zwei Gegner da oben? Ich hab die doch getötet, sag. Sag ich, spawnen die oder sind die da hochgelatscht oder was ist hier los? Also, irgendwas stimmt hier doch nicht, oder? Bleibst bitte stehen. Also, irgendwas verkackt hier gerade übelst. Ich habe genau die beiden vorhin gekillt, aber nö. Diesmal bleibe ich einfach an der Treppe stehen und bewege mich keinen Zentimeter. Hey, Genossen, habt ihr gehört, was gestern passiert ist? Ich war da und mir wurde fast der Kopf weggepustet. Ich werde den Rest meines Lebens Albträume haben, wenn wir es überhaupt schaffen. Ich war gestern im Feldlazarett. Was war los? Diese Faschisten-Ärsche haben uns mit ein paar Selbstmordbombern angegriffen. Ist wirklich jemand bereit, für die zu sterben? Scheiße, nein.
Den armen Säuen waren die Hände hinter den Rücken zusammengebunden. Sie rannten auf unsere Streckensperre zu, während die Faschisten ihnen mit MGs die Hölle hinterher schickten. Unsere Leute dachten, dass ein paar Genossen dem Gefängnis der Faschisten entkommen seien. Und was ist dann passiert? Die schrien und kreischten, aber keiner konnte verstehen, was. Die Faschistenschweine hatten ihnen die Zungen rausgeschnitten. Lecker. Oh mein Gott! Als unsere Soldaten ihnen zu Hilfe eilten, sahen sie, dass sie voll mit TNT bestückt waren. Jemand sagte, runter! Ich schaffte es so gerade. 7 Jungs von unserer Einheit starben, waren zu Hamburgern zerfetzt. 4 Bomber getötet. Männer aus dem Gefängnis der Faschisten. 7? Als ich das letzte Mal davon hörte, waren es 6. Vanno starb heute Morgen. Sein Bauch war komplett zerfetzt. Aber er kämpfte bis zum Schluss. Wie kann ein Mensch einem anderen so etwas antun? Bedingung erfüllt. Mal sehen, was sie jetzt machen. Da hinten ist auch noch irgendwas, glaube ich. Ich weiß auch, ich gehe einfach hoch. Verdammt sind da viele. Alles her damit, alles meins. Ich bin mir sicher, dass hinten irgendwo was war. Hinten ging es irgendwo runter, aber ich bin mir nicht sicher, was hier war. Vielleicht noch ein Gegner oder so, keine Ahnung. Mal einfach nach, ich werde es schon sehen. Wie viele Filter habe ich eigentlich noch? Geht noch. Gegner bezweifle ich jetzt. Irgendwas war hier unten. Bedingung, stimmt. Und zwar nur Schrottmoney mehr nicht. Super. Gehen wir wieder zurück. Hier hoch. Was mache ich jetzt mit den tausenden Gegnern hier vorne? Das könnte interessant werden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Leute, genau. Einfach hoffen, dass die das jetzt nicht mitkriegen. Ja, sagt was zum, aber dann die Leiche fällt hier runter oder was? Willst du mir jetzt sagen, die haben das wirklich nicht mitgekriegt? Gut, dann kill ich sie halt alle. Okay, aber bevor ich jetzt hier nachladen. Ja, ich töte ihn, hör nur noch einen Rülpser. Soll ich einfach eine Granate werfen? Oder? Moment, ich glaube, oben ist noch einer. Mir gehen langsam die Wurfmesser irgendwie aus. Tim, deine Waffe fliegt einfach 20 Kilometer.
ein Wurfmesser, ey. Scheiße, scheiße. Woher kommt das Licht? Ah, weg hier. Niemals die falsche Taste drücken. Okay, 4 Leute sind's noch. Und jetzt habe ich keine Wurfmesser mehr, was ziemlich scheiße ist. Ups! Scheiße! Oh, drauf habe ich da gerade geschossen. Na, jedenfalls sind sie jetzt alle tot. Na, alles meins. Mein Wurfmesser. Ich will mein Wurfmesser haben. Wurfmesser. Du hast doch noch mein Wurfmesser, Junge. Gut, daneben nicht. So, jetzt. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wo dieser Weg nochmal war und warum. Ich werde ihn einfach finden müssen.